Miau. Und willkommen zurück zu Let's Play Undertale. Ich habe hier nochmal gespeichert, ich habe den letzten Spielstand nochmal geladen. Wir sehen uns gleich bei Toriel wieder. Okay, hier sind wir wieder im Kampf gegen Toriel. Und diesmal werde ich die ganze Zeit einfach nur Spare machen. Weil sie, im Prinzip, sie verschont mich ja auch die ganze Zeit. Sie kann mir jetzt zwar Schaden machen, das ist mir aber egal, weil ich kann in diesem Kampf nicht sterben. Denn irgendwann hört sie auf, mir Schaden zu machen. Wenn ich... Wow. Was war das denn für ein Zufall, dass ich fast gar nicht getroffen wurde jetzt von den Dingern? Ich mache einfach weiter, Spare. Es ist tatsächlich möglich, sie zu verschonen. Toriel versucht eine magische Attacke. Ja, genau. Spare. Hä? Okay, sie reagiert schon mal anders. Spare. What are you doing? Guck, sie weicht mir jetzt schon fast wieder aus. Jetzt haben wir noch 2 HP. Jetzt dürfte sie uns überhaupt keinen Schaden mehr machen. Attack or run away. Ich mache nichts, Toriel. Okay. Ja. Ich wollte sie ja nicht umbringen und tatsächlich ist es möglich, sie zu verschonen. Die ganze Zeit. What are you proving this way? Dass ich dich nicht umbringen will. Toriel sieht durch mich durch. Fight me or leave. Nein, ich werde dich weiterhin verschonen. Ich werde dich weiterhin verschonen, denn ich bin gütig. Genau wie du. Stop it! Ich soll aufhören. Mache ich aber nicht. Ich war halt schon wirklich... Stop looking at me that way. Ich war halt wirklich schon ziemlich nah dran, es auf eigene Faust so direkt richtig zu machen, indem ich sie schon öfter verschont hatte. Und es war, wie es aussieht, auch der richtige Ansatz, den ich da hatte. Danke nochmal für den Hinweis in den Kommentaren. Gut, weiterhin. Go away! Ja. Ich mache jetzt einfach so weiter. Ich ziehe das durch. Fängt der Dialog wieder von vorne an. Toriel prepares a magical lid. Das kenne ich doch schon. Oh, jetzt guckt sie schon so. Sie hat auch keinen Bock. Sie will gar nicht kämpfen. Ich weiß es doch. Komm hier, Spare. I know you want to go home, but... Spare. But please go upstairs now. Spare. I promise I will take good care of you here. Sie hat nicht mal mehr ein Angriffsfenster. I know we do not have much, but... We can have a good life here. Spare. Why are you making this so difficult? Spare. Please, go upstairs. Nein. Pathetic, is it not? I cannot save even a single child. Nein, kannst du nicht. Ich will in mein Verderben rennen. No, I understand. You would just be unhappy trapped down here. The ruins are very small once you get used to them. It would not be right for you to grow up in a place like this. My expectations, my loneliness, my fear, du bist einsam. For you, my child, I will put them aside. If you truly wish to leave the ruins, I will not stop you. However, when you leave, please do not come back. Warum? I hope you understand. Oh. Es war doch richtig, dass ich mich richtig schlecht gefühlt habe, als ich sie umgebracht habe. Goodbye, my child. Okay. Tschüss. Tschüss, Toriel. Warte mal, können wir sie anrufen? Wir haben hier ja Cellphone noch. Hallo. Nobody picked up. Okay, sie geht nicht mehr ran. Schade. Schade, schade.
Da habe ich was verpasst. Es gibt kein Zurück mehr. Wir lassen die Ruinen hinter uns und treten hinein in den Untergrund, in die Welt der Monster. Es wird immer heller, das heißt, wir nähern uns einem Ausgang, schätze ich mal. Oh, nicht du schon wieder. Clever. Very clever. You think you're really smart, don't you? In this world, it's kill or be killed. So, you were able to play by your own rules. You spared the life of a single person. But don't act so cocky. I know what you did. You murdered her. And then you went back because you regretted it. Das Spiel, das spielt mit dem Spieler, ja. Das ist wahr. Hahaha. You naive idiot. Do you think you are the only one with that power? The power to reshape the world? Purely by your own determination. The ability to play God. The ability to save. Ja, das ist eine sehr nützliche Fähigkeit. I thought I was only one with that power, but I can't save anymore. Apparently, your desires for this world override mine. Well, well, enjoy that power while you can. I'll be watching. Du bist eine böse Blume. Ich mag dich nicht. Okay. Dann betreten wir eine neue Welt. Undertale. Okay, scheinbar geht's jetzt erst richtig los. Wir haben das Tutorial abgeschlossen. Versteht ihr Tutorial? Tutorial? Oh, die Musik gefällt mir ganz und gar nicht. Was ist das? There's a camera hidden in the bushes. Ein Pädophiler sitzt da drin. Und das sind sehr dicke Bäume, sehr dichte Bäume vor allem. Ist das hier ein Gruselwald? Ein Horrorgruselwald? Oh, jetzt habe ich mich... ich habe mich gerade ein bisschen vor dem Baum im Vordergrund erschreckt. It's a tough-looking branch. It's too heavy to pick up. Okay, ich kann den Ast nicht aufheben. Das war gruselig. Was war das? Es hat gechickt. Da war jemand. Ich hab's gesehen. Ich hab grad gesehen, dass da jemand hinter mir war. Ich hab das genau gesehen. Da war so eine Pixelfigur, ne? Genau dich hab ich gesehen. Human. Don't you know how to greet a new pal? Turn around and shake my hand. Warum redest du in Zeitlupe? Warum bist du so komplett... Oh mein Gott. So ein Furzkissen in der Hand. Das ist so stumpf. The old whoopee cushion in the end trick. It's always funny. Anyways, you're a human, right? That's hilarious. I'm Sans. Sans the Skeleton. Sans, okay. So wie in Comic Sans. I'm actually supposed to be on watch for humans right now, but, you know, I don't really care about capturing anybody. Now, my brother Papyrus, von dem habe ich schon gehört, dem sollte ich die Stimme von Skeletor aus He-Man geben. Ich habe He-Man nie geguckt, aber ich versuch's einfach mal. He's a human hunting fanatic. Also mir ist da nicht gespoilert worden, wer oder was das ist, nur so. Mir ist nur gesagt worden, dass ich dem Charakter, wenn er auftaucht, die Stimme von Skeletor aus He-Man geben soll. Also danke für die spoilerfreie Anweisung, ich versuche diesen Wunsch umzusetzen.
Hey, actually, I think that's him over there. Okay. Übrigens hier den Sense, den kenne ich aus diesen ganzen Memes. Da wird doch auch immer die Melodie, die ich jetzt bei mir in die Endcard gepackt habe, abgespielt. Und dann sieht man immer ihn und sein komisches I have an idea. Go through this gate thingy. Yeah, go right through. My bro made the bars too wide to stop anyone. Warte mal, was ist denn das Gate? Quick, behind that conveniently shaped lamp. Ja, diese Lampe ist... sie ist zusätzlich. Ja, das Spiel ist super. Sup, Bro? You know what's up, Bro, brother. It's been 8 days and you still haven't recalibrated your puzzles. You just hang around outside your station. What are you even doing? Staring at this lamp. It's really cool. Do you wanna look? No, I don't have time for that. What if a human comes through here? I want to be ready. I will be the one. I must be the one. I will capture a human. Then I, the great Papyrus, will get all the things I utterly deserve. Respect. Recognition. I will finally be able to join the Royal Guard. People will ask to be my friend. I will bathe in a shower of kisses every morning. Maybe this lamp will help you. Sans, you are not helping, you lazy bones. Ja, aber er hilft dir gerade wirklich und er hat uns verraten. All you do is sit and boondoggle. You get lazier and lazier every day. Hey, take it easy. I've gotten a ton of work done today. A skeleton. Ja. Sans? Come on, you're smiling. I am, and I hate it. Why does someone as great as me have to do so much just to get some recognition? Wow, sounds like you're really working yourself. Down to the bone. Wie das auch jedes Mal dann an ihn ranzoomt. I will attend to my puzzles. As for your work, put a little more backbone into it. Oh Gott. Dafür musstest du jetzt nochmal zurückkommen, oder was? Okay, you can come out now. Ja. Warum wolltest du uns verraten? You ought to get going. He might come back, and if he does, you'll have to sit through more of my hilarious jokes. Das wollen wir doch nicht, oder? Was sind das hier für Steine? Die Lampe ist wirklich just a conveniently shaped lamp. Die ist wirklich sehr conveniently shaped. It's some sort of checkpoint or sentry station. But there are bottles of ketchup, mustard and relish sitting inside. Okay, das ist wie so eine Pommesbude. Warte mal, wenn ich ihn noch öfter anspreche, kommt der Papyrus dann nochmal wieder. Und wir dürfen tatsächlich noch mehr von diesen tollen Jokes hören. What's the holdup? Look, there's nothing to be afraid of. It's just a dark cavern filled with skeletons and horrible monsters. Ja. Well? You ought to get going. He might come back. And if he does... Okay, schade. Schade, okay. Ich dachte, ich könnte noch mehr von deinen hilarious Jokes hören. Actually, hey. Hate to bother, yeah, but can you do me a favor? I was thinking my brother's been kind of down lately. He's never seen a human before and seeing you might just make his day. Und dann liefert er uns aus und wir sterben. Das klingt nach einem sehr guten Plan. Don't worry, he's not dangerous, even if he tries to be. Thanks a million, I'll be ahead. Okay,
Das heißt, er ist nicht mehr gefährlich, wenn er es versucht zu sein. Ist so ein Möchtegern. The convenience of that lamb still fills you with determination. Ja, das war wirklich eine sehr convenient shaped lamp. This is a box. You can put an item inside or take an item out. The same box will appear later, so don't worry about coming back. Sincerely, a box lover. Okay, das ist so, sowas wie eine Kiste. Da ist aber was drin. Aha. Damit, da ist ein Tough Glove drin, den nehmen wir mal da raus. Gut. X Finish. So, wir können ins Menü einmal gerade gucken. Wir haben hier Items. Wir können hier gerade mal uns die Infos angucken zu den Items. Monster Candy heals 10 HP. Has a distinct non-licorice flavor. Das ist gut. Ich hasse Lakritz. Und wenn das ein Nicht-Lakritz-Geschmack ist, dann finde ich das gut. Das kann man sich geben. Item. Toy Knife. Was sagst du denn hierzu? Toy Knife. Weapon Attack 3. Made of plastic. A rarity nowadays. Okay. Und was ist dieser Glove, den wir gerade gefunden haben? Item. Tough Glove. Info. Tough Glove, Weapon Attack 5, a worn pink leather glove for five-fingered folk. Ach, wie gut, dass ich sogar 5 Finger habe. Oh, neuer Gegner. Gut, mir ist gesagt worden, ich soll mal analysieren, was das, also check machen und dann lerne ich vielleicht, wie ich das loswerden kann. Gucken wir mal, Snowdrake. This teen comedian fights to keep a captive audience. Okay, das heißt, ich muss My Fave Ice Cereals Frosted. Ah, warte, da bin ich gerade direkt reingelaufen. Bin ich denn dumm? It smells like a wet pillow. Ih. Okay, wir lachen einfach mal über den Witz. See? Love. Dad was wrong. Ja, dein Dad war vielleicht sehr, sehr, pleased mit deinem Joke. Das trifft sich gut, denn jetzt kann ich ihn schon sparen. Okay, so geht das. Hier, werde ich hier eigentlich wieder voll geheilt? Ja, ne? Return. Status. Ja gut, ich bin wieder voll geheilt. Ich bin wieder voll geheilt. Sehr schön. Ich habe aber auch 0 XP. Wieso? Ich gehe mal zuerst nach oben. Ah, hier ist eine einsame Angelrute. It's a fishing rod affixed to the ground. Reel it in? Ja, vielleicht hängt ja was dran. All that's attached to the end is a photo of a weird-looking monster. Call me, here's my number. You decide not to call. Oh, wieso denn nicht? Ich hab doch ein Cellphone. You send the line back out. Warte mal, kann da jetzt... Wenn ich da... Ist da noch was anderes drin jetzt? Photo of a weird-looking, immer noch das gleiche. Call me, here's my number. Decide not to call. Okay, ich kann das nicht. Ich habe keinen Einfluss darauf, da anzurufen oder nicht. Schade. Ach, guck mal, hier ist... So, as I was saying about Undyne... Undyne? Ihr seid echt ein komedisches Duo. Papyrus hat sich gerade irgendwie... in alle Richtungen gedreht, was überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Oh, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Natürlich heißt der Sans wegen Comic Sans, weil Papyrus ist auch eine Schriftart und ich glaube, Papyrus und Comic Sans sind so ziemlich die meistgehassten Schriftarten, die es gibt, oder? Ist das der Joke daran? Sans, oh my god, is that a human? Ja. Glaube ich zumindest. Actually, I think that's a rock. Ah. Oh. Hey, what's that in front of the rock? Oh my god! Is that a human? Als ob die beide über den Felsen gesprochen haben. Yes. Oh my god! Sans, I finally did it! Undyne will... I'll be so popular, popular, popular. Human,
You shall not pass this area. I, the great Papyrus, will stop you. Heißt eigentlich Papyrus oder Papyrus? I will then capture you. Ich werde ihn einfach Papyrus aussprechen. You will be delivered to the capital. Then, I'm not sure what's next. In any case, continue only if you dare. Kommt er nochmal wieder rein und macht, hä? Well, that went well. Don't sweat it, kid. I'll keep an eye socket out for ya. Okay. Schöne Schneegegend hier. Okay, schon wieder ein neues Ice Cap. Okay. Erstmal check. This teen wonders why it isn't named Ice Hat. Okay, was soll mir das denn jetzt sagen? Ja gut, okay. Der Attacke auszuweichen ist eigentlich einfach, wollte ich gerade sagen. Is thinking about a certain article of clothing. Act. Compliment? You inform Ice Cap that it has a great hat. Envious? Too bad. Warte, soll ich... Stehlen möchte ich eigentlich nicht. Compliment weiter. You inform Ice Cap that it has a great hat. Immer noch. Da, who doesn't know? Okay. Kann ich es irgendwann mal sperren? Ich möchte es immer noch komplimentieren. Ich möchte jedenfalls nicht klauen. Da, who doesn't know? Okay. Warte mal, der muss auch gar nicht gelb leuchten, ne? Ich zeig einfach so Mercy. Snow? No, it's hat. Okay. Ich möchte den nicht bestehlen. Ah, warte mal. Muss ich ihn ignorieren? Probier einfach mal, ihn zu ignorieren. Weil er will ja Aufmerksamkeit für seinen Hut. Und wenn er die nicht kriegt, geht er vielleicht von alleine weg. You managed to tear your eyes away from the cap's head. It looks annoyed. Hello, my head is up here. Gut, das kriege ich hin. Ignore. You continue not looking. It seems defeated. Fine, I don't care. Okay, es läuft einfach weg. Gut. Kann ich es... Ja, ich kann jetzt sparen. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? There's some narration on the cardboard box. You observe the well-crafted sentry station. Who could have built this, you ponder? I bet it was that very famous royal guardsman. Not yet a very famous royal guardman. Ja, du bist immer noch kein Papyrus. Ich weiß doch, dass du das gebaut hast. Absolutely no moving. Was? Swiper, nicht klauen. Did something move? Was it my imagination? I can only see moving things. If something was moving, for example, a human, I'll make sure it never moves again. Doggo blocks the way. Okay. Act, Doggo. Check. Okay, easily excited by movement. Hobbies include squirrels. Don't move an inch. Ah, ich darf mich einfach nicht bewegen, okay. Doggo can't seem to find anything. Ach, guck mal, ich streichel ihn einfach. You pet Doggo, er sieht sehr glücklich darüber aus. What? I've been pet. Pet? Pet? Okay, ich darf mich einfach wirklich nicht bewegen. Okay. Das reicht also schon, ich kann ihn jetzt einfach verschonen, gut. You earn... Ich krieg immer keine Erfahrungspunkte dafür, dass ich die nicht umbringe. Vielleicht ist das ein Problem. Something pet me. Something that isn't moving. I'm gonna need some dog treats for this. Da sind doch noch Knochen. Ich
kann pimmeln hier. Ich kann hier pimmeln. Hello? Is anybody there? No? Okay. Ich kann ihm auch auf die Nerven gehen, oder? Are you two playing a trick on me? Real funny. Okay, vielleicht kriegen dann Papyrus und Sans ein bisschen Ärger mit ihm. Big guy, is that you? Come on. Huh? Well, it's not the tall skeleton, he's too loud. Sondern? Whoever you are, knock it off. Okay, jetzt sagt er nichts mehr. Someone has been smoking dog treats. Die werden geraucht. Hallo, Sans. Hey, here's something important to remember. My brother has a very special attack. If you see a blue attack, don't move and it won't hurt you. Ah, okay, das habe ich eben bei einem Wolf schon gemacht. Here's an easy way to keep it in mind. Imagine a stop sign. When you see a stop sign, you stop, right? Stop signs are red, so imagine a blue stop sign instead. Simple, right? When fighting, think about blue stop signs. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Gut, man rutscht hier also komplett rüber. Ich möchte aber erstmal lesen, was hier steht. Hier steht wahrscheinlich, dass man rutscht, ne? North Ice, South Ice, West Ice, East Snowden Town and Ice. Okay, wir gehen erstmal nach Norden, da gibt's Eis. Oh, guck mal, ein freundlicher kleiner Schneemann. Hello, I'm a snowman. I want to see the world, but I cannot move. If you would be so kind, traveler, please. Take a piece of me and bring it very far away. Aber das schmilzt doch. Ja. Thank you. Good luck. You got the snowman piece. Aber es schmilzt doch. Was heißt denn very far away? Okay, ich kann jetzt erstmal nur hier lang, glaube ich, ne? Guck mal, wer da ist. You're so lazy. You were napping all night. I think that's called sleeping. Excuses, excuses. Ja, ich glaube, ein Nickerchen, das die ganze Nacht dauert, nennt man schlafen. Uh-oh, the human arrives. In order to stop you, my brother and I have created some puzzles. I think you will find this one quite shocking. For you see, this is the invisible electricity maze. When you touch the walls of this maze, this orb will administer a hearty zap. Sounds like fun? Because the amount of fun you will probably have is actually rather small, I think. Okay, you can go ahead now. Okay, ich kann auch... Sans, what did you do? Er kriegt den Stromschlag, wenn wir irgendwas machen. I think the human has to hold the orb. Oh, okay. Hold this, please. Okay, try now. Ja, ist ja unglaublich schwer, nachdem du mir den Weg hier vorgegeben hast. Incredible, you slippery snail! Was haben die alle mit ihren Schnecken? Oh Mann, das ist doch zu dämlich einfach. You solve it so easily. Too easily. However, the next puzzle will not be easy. It is designed by my brother Sans. Ja, in den habe ich ja vollstes Vertrauen. Ich glaube, der kann das total. You will surely be confounded. I know I am. Hey, thanks. My brother seems like he's having fun. By the way, did you see that weird outfit he's wearing? Yeah. We made that a few weeks ago for a costume party. He hasn't worn anything else since. Keeps calling it his battle body.
Man, isn't my brother cool? Ja, er ist total cool. Ich wäre so gerne wie er. Was, verkaufst du Eis? Hier ist überall Eis. I don't understand why these aren't selling. It's the perfect weather for something cold. Oh, a customer. Hello, would you like some nice cream? It's the frozen treat that warms your heart. Now just 50 gold. Ich hab genug Geld. Komm, gib her. Here you go, have a super duper day. You got the nice cream. Dann können wir uns auch gleich mal durchlesen, was diese Nice Cream denn so Tolles macht. Das Butterscotch Pie habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Nice Cream. Instead of a joke, the rapper says something nice. Okay. Ich kenne aber auch keine Eiscreme, wo ein Witz draufsteht, um ehrlich zu sein. Den haben wir uns auch noch nicht angeguckt, den Butterscotch Pie. Butterscotch Pie heilt alle HP. Butterscotch Cinnamon Pie, one slice. Okay, das war eine langweilige. Das war eine langweilige Beschreibung. Hier ist ein Baum. Und da ist eine Schneekugel. Ist das das nächste Rätsel? Muss ich die Kugel irgendwo hinschieben? Vielleicht in das Loch da unten? Vielleicht. Sag's mir, Sans. I've been thinking about selling treats too. Want some fried snow? It's just 5 gold. Ich hab nicht mehr genug Inventar. Did I say 5 gold? I mean 50 gold. Dann nicht. You're right. That's still too low. Nein, ich brauch auch keinen frittierten Schnee. Ah, okay, der Ball fliegt ziemlich weit, wenn ich hier... Ich boinge ihn mal durch die Gegend. Was? Nein, 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 bleib bitte... Ah, okay, der kann nur auf dieser Fläche bleiben. Dann boinge ich ihn einfach mal hier so durch die Gegend. Komm. Nein, nicht nach oben, bitte. Bleib hier. Oh Gott. Nein. Oh Gott, diese Eisfläche. Nein! Es schmilzt. Ja gut, dann muss ich mir die Kugel hier von oben nochmal neu holen. Aber ich will das jetzt machen. Ist das ein Rätsel, was sich Sans ausgedacht hat? Weil wenn ja, dann hat er wirklich mehr Potenzial als Papyrus. Nein! Geh! Ja! Okay. Blue. Hopping and twirling your original style pulled you through. You are awarded 2... Och, boah, hat sich das aber gelohnt. 2 ganze Gold. Da kann ich mir fast hier frittierten Schnee für kaufen. Warte mal, hier ist noch einer. Ist das ein... Hier ist noch so ein Ball. Warum ist hier noch ein Ball? It looks like a snowball. Actually, it's a snow decahedron. Okay, snow decahedron. Es ist also keine Kugel. Das soll das sein. Kann ich jetzt doch noch frittierten Schnee kaufen? I've been thinking about selling treats too, ja? 5 Gold, ja. 50 Gold, ja klar. Really? How about 5000 Gold? Das habe ich nicht. 5000 Gold? That's my final offer. What? You don't have the money? Hey. That's okay. I don't have any snow. Du bist ein Idiot. Ich gucke erstmal, was hier unten noch ist. Ach, die beiden sind hier. Was ist denn da oben dann noch? Und hast du dich jetzt hier wieder hin teleportiert? Ja, du bist ein Zauberer, Sans. Okay, hier sind einfach nur zwei Dinger. His. Hier steht hers. Seins und ihres. Smell danger rating. Snow smell, snowman, white rating. Can become yellow rating. Unsuspicious smell, puppy blue rating. Smell of rolling around. Weird smell, humans, green rating. Warum ist green rot geschrieben? Destroy at all costs. Sind Hunde farbenblind? Oder haben die eine Rot-Grün-Schwäche? Oder haben die hier eine Rot-Grün-Schwäche? Na gut, dann müssen wir wohl hier lang. Human, I hope you're ready for... Sans, where's the puzzle? It's right there, on the ground. Trust me, there's no way they can get past this one. Huh. Monster Kids World Word Search. Okay.
Was muss ich jetzt suchen? Fall, Monster, Seekers? Hey Kids, can you help me solve this puzzle? Das hat er aus irgendeinem McDonald's mitgehen lassen oder sowas. Warte mal, muss ich das benutzen? Bestimmt steht da Skeletons irgendwo. Wie kann ich hier was? Ich kann hier gar nichts auswählen, ne? Wie benutze ich das denn, hä? Und was ist Giasfklfebreber überhaupt für ein Wort? aber da steht da bestimmt irgend... Das ist einfach... Hier oben steht einfach... Giasfklfebreber. Das ist genau das, was hier steht, oder? Nein, eben nicht. Da steht... Hier fehlt... Da müsste ein U stehen. Das steht da nicht. Das heißt, ich muss Skeletons wahrscheinlich anklicken. Muss ich irgendwie anklicken? Hä? Can you help me solve this puzzle? Ja gut. Sans, that didn't do anything! Whoops. I knew I should have used today's crossword instead. What? Crossword? I can't believe you said that. Okay. Die haben einfach nur dieses Rätsel auf den Boden gelegt, aber zwingen einen überhaupt nicht, das zu lösen. In my opinion... Junior Jumble is easily the hardest. What? Really, dude? That easy peasy word scramble? That's for baby bones. Unbelievable. Humans, solve this dispute. Which is harder, Jumble crossword? Ich weiß nicht, was Jumble ist. Ich habe keine Ahnung, was Jumble ist. Aber es geht doch darum, dass der Papyrus eine gute Zeit hat, also sage ich, stimme ich ihm einfach mal zu. Jumble. Hahaha, yes! Humans must be very intelligent. If they also find Junior Jumble so difficult. Thanks for saying Junior Jumble just to appease my brother. Ah, du kennst mich. Du siehst genau in mein Herz. Yesterday he got stumped trying to solve the horoscope. Okay. Ah, mir kommt der schon nicht unbedingt wie der hellste vor. Aber Papyrus ist ja nochmal so ein bisschen dümmer. It's a note from Papyrus. Human, please enjoy this spaghetti. Little do you know, this spaghetti is a trap. Designed to entice you. You'll be so busy eating it. That you won't realize that you aren't progressing. Thoroughly japed again by the great Papyrus. Wow, das ist ja... Oh mein Gott, das ist ja echt schrecklich. Ich speichere jetzt gerade nochmal. Irgendwann wird die Maus die Spaghetti finden, okay? It fills you with determination. So, ich speichere hier an dieser Stelle nochmal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal an dieser Stelle wieder. Bis dann, Leute. Ciao.